Offshore Wind Farm Dan Tusk. Installation der Turbinen. 90 Kilometer entfernt von der Küste Deutschlands, in der Nordsee, haben Vattenfall und die Stadtwerke München den Offshore-Windpark Dan Tusk errichtet. 80 Windräder mit einer Gesamtleistung von 288 Megawatt versorgen bis zu 400.000 Haushalte mit grünem Strom. Im Hafen von Esbjerg. Arbeiter laden bis zu 10 komplette Windkraftanlagen auf das Installationsschiff. Das Ergebnis langer Planungsarbeit. Also für mich persönlich war natürlich der spannendste Moment, als dann sozusagen das erste Mal das Schiff beladen wurde und dann das erste Mal alle Turbinen draufstanden, nachdem man insgesamt ja doch zwei Jahre darauf hingearbeitet hat auf diesen Tag. Und dann zu sehen, dass sozusagen alles rechtzeitig fertig geworden ist und alles geklappt hat, alles draufgepasst hat, das Schiff nicht untergegangen ist, das war ein super Moment. Nach den Türmen und den Maschinenhäusern kommen die Rotorblätter in ihr Regal. Bis zu 30 Stück pro Fahrt. Die Pacific Osprey ist das größte Installationsschiff der Welt. Entwickelt und konstruiert auch nach den Anforderungen von Vattenfall. Als wir das Dan Tusk-Projekt begonnen haben, war dieses Schiff noch nicht gebaut. Es war auf dem Reißbrett vorhanden. Und als wir dann in die Planung eingestiegen sind, konnten wir unsere Vorstellungen, unsere Erfahrungen einbringen, die Komponenten platzieren und auch die Logistik am Ende so planen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das Schiff ist 161 Meter lang und bietet Einzelkabinen für 111 Personen an Bord. Seine 6 Beine aus Spezialstahl heben den Koloss samt Ladung 20 Meter aus dem Wasser, 26.000 Tonnen insgesamt. Und schafft damit eine stabile Arbeitsplattform. Die Türme werden in einem Stück installiert. Die Vormontage bereits im Hafen beschleunigt die Arbeiten später auf See erheblich. Majestätisch schwebt der 270 Tonnen schwere, 66 Meter hohe Turm in einem Stück über die Nordsee, um auf dem Übergangsstück befestigt zu werden. Nach dem Turm geht es an die Installation des Maschinenhauses. Etwa 200 Tonnen hebt der Hauptkran des Schiffes in Richtung Turm. Mit 116 Bolzen aus Spezialstahl wird das Maschinenhaus befestigt. Konzentrierte Arbeit in schwindelerregender Höhe. Dann folgen die 3 Rotorblätter. Millimeterarbeit für den Kranfahrer und die Techniker. Jedes Rotorblatt ist etwa 60 Meter lang. Ich bin überzeugt davon, dass Offshore-Windenergie ein großer Bestandteil unserer zukünftigen Energieversorgung sein wird. Ja, wenn ich an regenerative Energien denke und an meine 4-jährige Tochter, macht es mich schon stolz, dass ich ein Teil dieses großartigen Projektes sein darf. Wenn das Wetter mitspielt und vor allem der Wind nicht zu stark ist, kann nonstop installiert werden. Rund um die Uhr arbeiten die Installationstechniker und die Schiffsbesatzung Hand in Hand. Unter idealen Bedingungen konnten so manchmal 10 Anlagen in 10 Tagen errichtet werden. 9-mal musste die Pacific Osprey im Sommer beladen werden und ins Baufeld fahren. Ein großer zeitlicher Fortschritt, der die Wirtschaftlichkeit des Windparkes steigert und die Erzeugung grüner Energien vorantreibt. Der Strom, den der Verbraucher aus der deutschen Steckdose entnimmt, spiegelt den Energiemix, den wir heute in Deutschland haben, wider. Das heißt, wir haben sowohl konventionelle als auch erneuerbare Energien in diesem Strommix drin. Konsequenterweise ist es so, je mehr erneuerbare Energien in das Stromnetz einspeisen, desto mehr kommt natürlich beim Verbraucher an und desto weniger konventionelle Energie wird tatsächlich auch eingespeist und dann auch verbraucht. Erneuerbare Energien werden künftig das Kerngeschäft von Vattenfall sein. Und Windenergie spielt eine zentrale Rolle in der Strategie des Unternehmens.